Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Aquarist. Ja, wir werden heute mal gucken, ist es voraussichtlich die letzte Folge oder wir spielen es noch eine vierte Woche, müsste das dann sein, ne? Ja, die Überraschung liegt bei euch quasi. Ich lasse mich nur überraschen und freue mich auf das, was kommt. So, wir wollten heute gucken, ob wir hier noch irgendwo Forellen können wir gucken. Warte mal, 365 Liter. Vielleicht machen wir jetzt hier mal so ein Kaltwasserbecken, oder? Dafür würde ich aber... Oder wir nehmen komplett neuen Sand dafür. Könnten wir natürlich auch machen. Sand. Den hier kenne ich noch nicht, oder? Weißt du was, wir nehmen den einfach mal mit. So, eigentlich hatten wir noch... Sand, aber anscheinend nicht. So, aber dieses eine Becken ist noch leer. Und das würde ich gerne auffüllen. Aber die Sache ist halt, ich finde es tatsächlich interessant, weil ich mag dieses Level, in Anführungsstrichen Level, viel lieber als diese komische Ausstellung tatsächlich, die wir davor ja noch gehabt haben. Ich weiß nicht mal warum. Aber irgendwie mag ich das hier viel lieber. So, wir füllen das auf. Nicht anklicken oder ausklicken? Nee, geht nicht. So, das machen wir natürlich wieder auf 20, so wie wir hier alle Becken auf 20 haben. Kann ich eigentlich hier die Lampen höher stellen? Ich glaube nicht. Okay. Leider nicht. So, und dann lassen wir uns mal was einfallen, was wir hier für den Hintergrund haben wollen. Nehmen wir den... Nicht den? Den haben wir denn da? Das dürfte schon fast der hier sein, ne? Oder das ist der hier? Das ist der hier, glaube ich. Ich glaube, ich nehme den hier. Das ist, glaube ich, ganz okay. Sieht auch sehr unrealistisch aus, tatsächlich. So. Sieht merkwürdig aus, ich weiß. Naja. So. Und zwar wollte ich hier gerne die Bachforelle reinmachen. Ich mach mal drei. So, was ist mit euch los? Was ist euer Problem? pH-Wert ist okay. Temperatur ist ein bisschen niedrig. Ich mache einmal noch kurz die Temperatur hoch. So auf 20 Grad oder was wollt ihr sie haben? Bachforelle. 21 Grad. Ja gut, dann ist 20 Grad ja okay. Wir öffnen das mal einmal ganz kurz, bevor die Bachforelle da stirbt. Ja, gucke mal. So langsam sieht das doch ganz gut hier aus, ne? Und? Ah, nicht so viel. Das hatten wir schon mal, da hatten wir schon mal mehr. So, Bachforelle. Und die Regenbogenforelle. Die sind alle ein bisschen unglücklich. Aber die Regenbogenforelle hätte es gerne ein bisschen kälter. Das kriegen wir hin. Ich würde sagen so 18 Grad vielleicht. Dann sind die beiden auf jeden Fall schon mal glücklich. So. Plants and Decoration ist natürlich klar. Hier würde ich jetzt ganz gerne tatsächlich die Ruine hinmachen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das passt irgendwie. So. Und dann so eine hölzerne Wurzel. Den Hintergrund platziert, ja, das ist auch gut. So. So,
So wie sieht das jetzt aus? Dekoration ist schon ein bisschen hochgegangen, aber noch nicht dolle. Ich würde gerne noch mal so 2, 3 Steinchen dort reinlegen. So, Dekoration geht fleißig nach oben. Das ist sehr gut. So, da muss ich echt konzentrieren, ne? So. Warum nicht? Einmal noch mal kurz gucken. Wie sieht jetzt aus mit Dekoration? Okay, bei beiden. Ja, nee, hier ist die Dekoration noch nicht ganz oben. Aber das kriegen wir auf jeden Fall jetzt hin, wenn wir hier noch mal irgendwas Kleines reinlegen. Ich bin eigentlich schon für den Stein. Für den Stein noch mal. So, das sieht soweit gut aus. Jetzt haben wir natürlich die Pflanzen. Wie viel Grad haben wir hier drin? Was waren das? 18 Grad. Okay, Pflanzen, die 18 Grad haben wollen. Nee. Ich glaube, das endet nachher auch bei der, ne? Der Rest will das alles nachher wärmer haben. Aber dann sind wir hier ja schon gar nicht so verkehrt mit der Rückwand. Weil das ist auch, ja, die Pflanze, die wir da jetzt haben. Da müssen wir noch ein bisschen mehr von der Pflanze kaufen. Das ist die hier. Zack. So. Sieht das jetzt aus? Jetzt sind sie glücklich. Pflanzen sieht gut aus. Okay. Das sind jetzt nur die Forellen, ne? Jetzt überlege ich, ob wir da tatsächlich vielleicht noch irgendwie einen Zander oder so. Achse, was ist das denn? 18 bis 23 Grad. Wie viel hatten wir hier? 18. Das würde ja schon mal hinhauen. Wir gucken mal. Achse war das, ne? Wie sieht denn die Regenbogenforelle aus? Guck dir das mal an. Das sieht ja fies aus. Okay. Wir kaufen mal 2 Praxe und dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Doch, das sieht gut aus. Wir müssen nur ein paar mehr Praxen reinsetzen. Dann klappt das auch mit den Nachbarn. Na, siehste, das sieht doch gut aus. Praxe, ich weiß gar nicht, ob das. Ja, das ist dann das Kaltwasserbecken, würde ich sagen, ne? So, dann haben wir hier unser Barschbecken. Oha. Hier können wir hier auch mal so 2, 3 Stück verkaufen. Genauso hiervon. Hier können wir auch einen verkaufen, auf jeden Fall. Sehr schön. Und hier, wie sieht das hier aus? Ja, einen würde ich sagen, können wir verkaufen. Und hier können wir auch ruhig so 3 Stück verkaufen. Denn es ist immer noch reichlich gefüllt hier. Sieht gut aus. So, wie sieht das hier aus? Einen können wir verkaufen. Hier können wir auch ruhig, ich würde sagen, 2 Stück verkaufen. Halfterfisch, ja. Tintenfisch. Nee, den Tintenfisch nicht. Von dem vielleicht noch. Wir könnten bestimmt sogar 2 verkaufen, aber ich will es jetzt gerade nicht. Ich traue mich nicht.
So, hiervon können wir auch einen verkaufen von. Wie sieht das damit aus? Der gelbe Zitronenfalter, hätte ich fast gesagt. So. Jetzt haben wir ordentlich Geld zusammen. Gibt es hier ein Babyhai? Nee, gibt noch kein Babyhai. Schade. Freue ich mich eigentlich aber drauf auf den Babyhai, wenn wir den endlich bekommen. Schildis gibt's. Guck mal, wir haben die für 1000. Ja, gut, für 1000 haben wir sie gekauft. Ich wollte gerade sagen, sind die günstig geworden? Nein, wir haben sie für 1000 gekauft. So. Das heißt, wir können in den Laden mal gehen. Dass das immer so laut sein muss, ne? So, Guppy war klar. Wir kaufen auch gleich nochmal mehr Guppies. So, wie sieht das jetzt aus? Ja, wir könnten vielleicht auch sogar nochmal einen Schwung Guppies kaufen. Von Guppies gibt es nicht zu viel. Und weißt du, was wir machen? Wir kaufen noch einen Schwung Guppies. Guppies fühlen sich immer wohl in großen Gruppen. So, was? Es gibt doch zu viele Guppies? Wirklich jetzt? Ich sag das auch so. Na gut, ein Guppi zu viel. So, der Mosaikfadenfisch. Auf Nummer 4. Dann ist der auch glücklich. So. Was macht der Seeteufel? Davon können wir vielleicht auch nochmal 2 kaufen oder so. So, hier. Nemos könnten wir vielleicht auch nochmal 2 kaufen. Das sieht gut aus. Hier der Bermuda-Engelsfisch. Kaufen wir auch gleich 2 Stück von, bevor die wieder unglücklich sind. Riff-Eichhörnchen auch unbedingt. Aber da können wir gleich 5 Stück von kaufen. Und Seepferde können wir auch gleich 5 von kaufen. Schön finde ich ja auch, dass die Pflanzen mittlerweile so groß sind, die wachsen schon aus dem Aquarium. Aber naja. Ich lasse das mal so. So, also hier haben wir die Quappe. Die Quappe braucht auch dringend Nachschub. Machen wir 3. Ich glaube, da ist die Quappe wieder glücklich. Plötze natürlich auch. Hier, da ist die Plötze. Ich glaube, da können wir 5 Stück einsetzen. Ja, Stichling. Oh, Stichling braucht auch ganz dringend. Ups, hätte ich was gesagt. Nachschub. So. Die sind jetzt alle glücklich, würde ich sagen. Stichlingplätze. Zander. Oh, der Zander, der braucht noch ein bisschen was. Vom Zander machen wir vielleicht mal 2 Stück rein. Zander. So, oh Mann, oh. Die kleinen Piranhas brauchen auch dringend. Machen wir mal 4 Stück. Dann sind die wieder glücklich. Gut ist, wenn wir sie immer verkaufen, dann werden die niemals hungrig, die Fische. Praktisch. So, die Regale nachfüllen, weil wir verkaufen immer so viel. Wir haben so viele Kunden. Ach nee, das haben wir ja schon. Die Aquaristikausstellung müssen wir nochmal besuchen. Ha! Jetzt müssen wir einmal sauber machen. Jetzt habe ich das sofort gesehen. Diskusbecken. Ich weiß nicht warum, aber ich finde irgendwie diese Ausstellung nicht so interessant wie unser Ozeanarium. Ozeanarium? So. Ich sage ja, ich werde das niemals hinbekommen. Ja, auch wenn ihr für eine weitere Woche gewotet habt, ich bekomme es trotzdem nicht hin. Verspreche ich euch. So, gucken wir doch mal.
Nee, das sieht ganz gut aus. Oh, die sind alle geschlossen. Das heißt, wir können jetzt ein paar Perlen verkaufen. Perle verkaufen. Perle verkaufen. Perle verkaufen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ab ins Ozeanarium. Das macht keinen Sinn. Sammelgeld, um das Unterwassermuseum zu eröffnen. Ja, das wird leider nicht so einfach werden. Aber ich möchte gerne noch einmal. Können wir nicht freischalten. Das kostet 20.000 Euro und keiner weiß, was das bedeutet, was das ist. Ich muss einmal kurz die Kunden reinlassen. Warte mal ganz kurz. Oder die Gäste oder die Besucher. So rum, die Besucher würde ich sagen. Jetzt ist das aber langsam richtig voll hier. Und? 2.988, okay. Ich habe mit mehr gerechnet, bin ich ehrlich. Oder ich hatte mir mehr erhofft. Aber, ja. Leider ist das nicht so. Aber ich würde gerne. Ja, es sieht schon ganz gut aus, so. So wie wir das. Wir haben, glaube ich, das Beste rausgeholt. 20.000 kostet das. Das können wir nicht eröffnen. Ach ja, das Café, ne? Das war auch gar nicht so teuer. Weißt du was? Das machen wir auch einfach. Damit gibt es dann noch mehr Leute, die jetzt herkommen und einen Kaffee genießen oder einen frischen Orangensaft oder sowas halt. So, und das möchte ich nämlich auch gerne mal machen. Ich möchte gerne, klicke hier um den Bumper, bla bla bla. Ich mache hier einfach mal Korallen rein. Ich bin gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich kaufe davon einfach mal ein paar Stück. Wir haben nachher 5 Stück hier stehen, ne? Nein. So. So, ich bin gespannt. Wir haben hier 5 Stück drin stehen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So. Das hat mich nämlich schon vorhin interessiert. Hier ist auch noch ein Mülleimer. Okay. Schade, dass ich hier die Lichtschalter nicht bedienen kann, ne? So, und was das nachher wird, das weiß auch keiner. Ach so, das wird bestimmt so ein Tunnel. Ah, okay, das ist der Eingang. Dann gibt es hier bestimmt noch weitere Becken. Okay, aber was ist das? Ein Büro, ja. Aber wofür? Expeditionsraum. Oh, man muss auch mal lesen. Höhlenausstellung. Ach so. Okay, also wir haben hier einiges mit uns vor. Ja, Fischlist gibt's hier nicht, weil gibt hier keine Fische. Rein theoretisch. Die Sache ist, eigentlich kann man die Leiter ja noch gebrauchen, dann müsste er ja auch irgendwo hochkommen. Naja, anscheinend nicht. Ach so, da soll der auch nicht hin. Okay. Vielleicht bringt das ja nochmal unsere Bewertung nach oben. Bestimmt sogar. Auch wenn sie das hier hinten eigentlich nicht sehen können dürfen. Aber naja, man weiß ja nicht, wie das Spiel denkt. So, hier war noch eine Flasche, das habe ich doch gerade ganz genau gesehen. Hier wäre eine Flashlight gar nicht so schlecht. Nee, 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 da rein. Expeditionsraum. Ja,
Ja, das ist natürlich, da bin ich schon ein bisschen neugierig, ne? Was das zu bedeuten hat. Okay. Also, laden. So, Guppi, Seeteufel. Nur der Musikfadenfisch ist ein bisschen traurig. Das kriegen wir in den Griff. So, jetzt ist er wieder glücklich. Können wir hier vielleicht noch was anderes reinsetzen? So aus reinem Interesse. Keim, Kleinmaulbarsch. Der sieht aber auch. Eieiei. Okay. Braxen. Die Sache ist, ich überlege gerade, ob man hier diesen Kleinmaulbarsch, ne? Ob man den am ehesten in das Barschbecken setzen sollte. Oder tatsächlich hier bei den ganz normalen Fischis. Gut, aber. Roter Keilfleckbärbling, den könnten wir hier bestimmt auch noch einsetzen. Ich weiß, davon braucht man. Das ist ein Schwarm. Fisch. Ah, pH-Wert. Die Sache ist, ich überlege, braucht der Rest so einen hohen pH-Wert? Okay, der schon mal nicht, der auch nicht. Das heißt, wir könnten den pH-Wert auch ein bisschen senken. So, stellen wir das wieder hier rein. Ich hoffe, das reicht. Ist ja kein so großes Becken. Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch noch gut aus. Und das sieht, das ist aber auf den Punkt genau getroffen. So, Keilfleckbärbling. Wundert mich, dass wir auch noch keine Neons haben, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch so dieser Standard für schlechthin. So, dafür können wir vielleicht noch mal ein paar mehr kaufen. Vielleicht noch mal so ein Schwarm von 5 Stück. Das ist der Stichling. Achso, nee, den haben wir ja in dem anderen Becken. So, dann ist der ja in der bunten Auswahl jetzt mit dabei. Ich sehe jetzt schon. Warum ist der? Ach, der Ton. Ja, gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Du brauchst das Futter hier. Einmal füttern reicht anscheinend. Okay. Na gut, dann reicht einmal füttern. So, was sehe ich hier? Die Quappe braucht Nachschub. Machen wir mal gleich 4 Stück. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Nee, gerade so. Die Plätze. Dann machen wir mal 5 Stück rein. Muss sich ja auch lohnen, ne? Stichling. Zander. Sehr gut. Und einmal das Becken muss noch überprüft werden. So, ich sehe jetzt schon, das sieht alles gut aus. Ach, das Seepferd ist gut davor. Ja, cool. Okay, das heißt, wir können in die Aquaristikausstellung uns da unser Geld abholen. Sozusagen. 1377 ist nicht viel, aber besser als nichts. Wie sieht's hier aus? Die Diskusfische. Auch die haben sich immer noch nicht vermehrt, leider. Ja, was mich immer noch so ein bisschen stört, ist, dass man das nicht vorspulen kann, ne? Dass man sofort eröffnen kann, quasi. Tja, schließe die Aufgaben im Unterwassermuseum. Ja, dafür müssten wir aber erstmal das Unterwassermuseum kaufen. Weil es kostet 50.000. Ich klicke mal auf Ja. Okay, geht leider nicht. Unterwassermuseum. 50.000. Das ist schon nicht wenig, ne? Auch wenn wir hier unsere Fischis immer ganz fleißig verkaufen, aber so schnell kommen wir da auch nicht ran. So. Das sieht gut aus.
Ich würde gerne hier, was haben wir denn noch gesagt, hier, den kleinen Maulbarsch. Ich mach mal einen hier rein und dann gucken wir mal. Das sieht, Temperatur ist ein bisschen hoch. Können wir bei den anderen die Temperatur ein bisschen runter machen? Hier ist kein Problem. Bei dem ist kein Problem. Ja, das können wir sogar machen. 24 Grad dürfte schon fast zu wenig sein, ne? Gucken wir mal. So, aber 25 Grad würde ihm auch noch reichen. Wobei, ja, 24 Grad ist auch noch in Ordnung. Okay. Das heißt, dann können wir hier noch mehr von dem kleinen Maulbarsch reinsetzen. Dann ist das nämlich hier wirklich nachher voll das Barschbecken. Das sieht gut aus. Okay. Ja, das ist okay. Wie sieht's hier aus? Braxe. Regenbogenforelle. Bachforelle. Können wir hier vielleicht auch noch Zander reinsetzen? 16 bis 18 Grad. Wie viel haben wir hier? 18 Grad. Der Zander wird sich, glaube ich, auch noch ganz gut machen. Rotfeder. Oh nein. Okay, Rotfeder passt hier nicht rein. Ich guck mal, wie der Zander sich hier drin macht. Boah, sieht ganz gut aus. Er bräuchte nur ein paar weitere Fische. So, dann ist der Zander hier auch glücklich. Perfekt. Haben wir noch irgendwas Kaltwassermäßiges? 23 bis 27 Grad. 17 bis 21 Grad. Die Bachforelle haben wir da schon drin. Regenbogenforelle, Kleinmaulbraxen. Die Sache ist nur, könnten wir das ein bisschen wärmer machen? Die Braxe könnte das sogar gerne ein bisschen wärmer haben. Die Bachforelle ist auch nicht so. Der Zander, nee, der mag das nicht wärmer. Okay, dann lassen wir das lieber so bei, na, was ist das jetzt, 18 Grad. 18 Grad. Ja, schade, der braucht nämlich 19 Grad. Die Quappe. Ach, guck mal, davon können wir welche holen. Was sagt die Quappe? Oh, pH ist ein bisschen hoch. Aber ich... Ach nee, warte mal. Das ging nicht, ne? Hier ist egal. Hier ist egal. Oh. Oder was? Ach nee, das war, glaube ich, in dem anderen Becken, ne? pH down. So, dann müsste auch hier unten die Quappe glücklich sein. Der pH-Wert ist auch noch in Ordnung. Der pH-Wert ist für alle in Ordnung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir noch irgendwas Kaltwasserfischiges? Hm? Der Stichling höchstens noch, ne? Fleischfressend. 6,8 bis 8,2. Ich weiß gar nicht, auf wie viel Prozent ist jetzt denn der 6,6. 6,8 braucht der. Die Plötze. 6,4. Okay, das würde auch noch gehen. Wenn wir hier von der Plötze welche reinsetzen. Haben wir nicht noch schon Plötzen drin? Nee, keine Plötzen. Okay. Lass uns mal noch eine Plötze reinmachen. So, die Plötze. Was sagt die? Ist auch glücklich. Sehr schön. Wir können ja mal öffnen und dann gucken wir mal, was so die Zeit bringt. Oha. Wollen wir mal einfach mal Korallen. Ach, weil wir Korallen gezüchtet haben wahrscheinlich. Ah, guck mal hier. Kaffee sind jetzt auch einige Leute. Sehr schön. $5.000. Das ist viel Geld. Und wir gucken mal, was das... Oh, eine kleine Babykoralle. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das hat tatsächlich diese kleine Babykoralle gebracht. 5. Süß. Ja, cool. Können wir die verkaufen? Das ist ganz gut zu wissen, glaube ich. Ja, und hier möchte man doch eigentlich sitzen, ne? Hier so sitzen und auf das Aquarium gucken, ist schon cool. Und da ist der Hai.
Hi. Ich guck mal. Wieso sind die unglücklich? Die haben Hunger. Die Sache ist nur, ich weiß nicht, wie ich die füttern soll. Ich nehme mal Herbivorous Saltwaterfisch. Ich hoffe. Ich tauche sonst mal in das Becken ab. Wo sind denn die Schildis? Da. Ach, ist aufgebraucht. Ja gut, das muss man auch mal lesen. So, dann kann ich das bestimmt auch von dort oben aus füttern. Gucken wir mal. Na, ich weiß nicht, ob das wirklich das Richtige ist, aber wir gucken einfach. Füttert auch mal von der Seite. Sieht aber richtig aus, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal. Hier von außen. Da ist die Schildi auf jeden Fall. Oh, die sind. Ja, jetzt haben sie gefressen. Wieso ist der Hai unglücklich? Jetzt hat der Hai Hunger, ne? Natürlich hat der Hai Hunger. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht in die Tasche packen kann, ne? Aber na gut. Warum ich das so doof mitnehmen muss. Einmal Haifischfutter. Wir haben ja zwei Haie, also brauchen wir zweimal Haifischfutter. Okay, weiter geht's. So. Platsch, platsch. Und dann müsste auch der Hai jetzt bald gesättigt sein, ne? Gucken wir mal. Ja, jetzt ist er wieder glücklich, weil er gefressen hat. Da ist noch ein anderes Haifischfutter. Der andere Hai ist noch nicht so ganz glücklich, keine Ahnung. Aber okay. Aber die haben sich leider noch nicht vermehrt. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte ich mich drauf gefreut. Aber das sieht eigentlich ganz hübsch aus hier. Das mag ich, das Becken. Ja, das sieht ein bisschen unordentlich aus, aber das ist auch okay. Vor allem ist hier richtig viel los, ne? Ist der unglücklich? Weil er auch Hunger hat. Okay. Ja, gut. Also, ich weiß nicht, ob es noch eine nächste Folge geben wird. Die Entscheidung liegt bei euch. Und ihr habt ja auch schon entschieden. Also davon mal ganz ab. Aber die Entscheidung kenne ich noch nicht. Das werden wir dann aber dann nächste Woche sehen. Also für mich ist das dann ja nächste Woche im Endeffekt. Also das ist ja dann... ja, genau. Ich sag einfach ja. Genau, also das werden wir dann nächste Woche sehen. Beziehungsweise nächste... Runde sehen sozusagen. Welches Spiel wir dann spielen, ob wir ein neues Spiel spielen, ob wir dann Aquarist weiterspielen. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und voraussichtlich bis zum nächsten Spiel. Und ich sage Tschüss!